Ja, willkommen wieder hier von der Azura Map. In der Wildnis von nirgendwo, irgendwo, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir noch einen vernünftigen Kipper besorgt. Und dann schauen wir mal, wie das so wird. Ne? Hoppala. Natürlich auch krass wieder, ne? So ein Auto. Hört ihr überhaupt die Hupe? Lächerlich. Lächerlich. So, dann müssen wir gucken, dass wir unten zum Bagger kommen. Und dann schauen wir mal. Hier geht natürlich einiges drauf. Auf der Gerät. Mal schauen. Ich weiß gar nicht. Eigentlich müsste es doch dann jetzt hierfür. Das sieht ja so aus, als wenn man hier normalerweise was drehen könnte, damit hier ein bisschen Wasser abläuft, ne? Dass das zu war, Logo, war da vorne mal das Rohr kaputt. Beziehungsweise da fehlt da einiges an Rohr. Tja, weiß ich auch nicht. Hallo, hallo Rohr. Nu. Nein, kann ich mich nicht in der Hocke setzen, geht nicht. Nun gut. Schauen wir weiter. Hallo, ich muss hier runter. Oh, das wird aber enger, wa? Hau, 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 wenn wir da mal noch nicht so lange da nicht noch ein bisschen nacharbeiten müssen. So, dann muss ich da nicht rückwärts rein. Ja, so. Huch, da liegt auch noch Steine drunter. Wer hat denn die da hingelegt? Ist es denn wo? So ein Ding habe ich nie gefahren. Das hätte mich auch noch mal gereizt. Werden ja auch zum Beispiel viel auf Autobahnbaustellen, wenn die dann den Boden da abfahren, also da werden die auch viel eingesetzt. Ja, hätte mich auch mal gereizt, so ein Ding zu fahren. Genauso wie sie es halt ja jetzt machen mit Traktoren und die Mulden da hinten dran. So.
Wir jumpen mal da raus und gucken mal, was der Bagger so sagt. Guten Tag, ich bin der Bagger. Und bagger hier jetzt so rum. Aha. Das ist gar nicht dumm. Schauen wir mal. Das dumm ist wohl nicht. Was ist denn jetzt wieder los? Oh, nee. Ah, Bagger zu klein oder was? Meine Herrschaften, gibt's denn sowas? Ich kann auch die Sicht hier drin nicht verändern, ne? Das ist ja da total doof. Gibt's denn sowas? Das finde ich ja ein bisschen merkwürdig. Jetzt dachte ich, ich muss hier auch noch einen anderen Bagger hinstellen. Ey. Was Größeres quasi. Da mache ich das aber auch erst später. Jetzt machen wir erstmal mit dem hier weiter. Mit dem, was wir haben. Aber das ist auch nicht das hier, vom echten Ding. Nee. Ja, werden wir auch noch das Baggergerät hier austauschen. Das nützt ja alle nichts. Der kann ja nichts. Gegenteil. Ey, was ist denn jetzt hier? So, dann überlegt mal, hier gehen 50.000 Liter in die Kiste. Da bin ich ja Jahre dran. Oh Mann, ey. Das ist aber nicht schön. Jetzt habe ich ihn gleich auf der Seite liegen. Um Gottes Willen. Hat ja nicht viel Sinn hier, ne?
Oh, 50% haben wir schon. Guck mal alle an. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir den tatsächlich so voll. Aber dann, wie gesagt, das Baggerlein ist doch ein bisschen klein für die Aufgabe. Und dann müssen wir hier, glaube ich, noch was haben zum Nacharbeiten, damit wir so diese warum der nicht vernünftig stehen bleibt, der Kackkasten, ne? Jede Kleinigkeit verschiebt sich dann das Ding. Ja, es geht wieder schöne Gefluche los. Er flucht im Bagger und nicht dahinter. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der sich darüber kaputt lacht, mach mal selber. Schon wieder das Ding verschoben. Das ist doch Kacke. Echt nicht einfach. Muss man mal so sagen. Ich stehe selber auch noch nicht. Nee, das kriege ich nicht. Wahnsinn. Ja. Das glaubst alles nicht. Habe ich das da oben liegen und krieg's nicht mehr aufgenommen. Ist das nicht geil? Ich finde, das so geil gemacht. Na. Hey, wo willst du hin? Hier nicht Abhang runterfahren und so. So haben wir nicht gewettet. Auch die Sicht, die du nicht verändern kannst, ne? Dass du auch mal vernünftig aus dem Fenster gucken kannst, wo du bist. Echt der Wahnsinn.
Es ist ein Wahnsinn. Nur geh hoch hier. Warum kriege ich das da nicht vernünftig weg? Na ja, okay. Es geht halt nicht. Das müsste doch gehen, da. Ja. Naja. Naja, ne? Mehr recht wie schlecht. Ist alle eine Scheiße. Kriegst nichts rein, ja. Alban. Dr. Alban ist das. Ja, Dr. Alban. Das nützt nichts, er muss auch wieder Stücke vorfahren. Ach guck mal, der ist ja sogar voll. Warum sagt er denn nichts? Mach ich den erstmal aus. So. Dann gucken wir mal, dass wir das da. Ne? Damit ihr seht, was ich meine, wo das hin soll, wie auch und überhaupt, und hast er nicht gesehen. Das Guide. Das gibt es gleich hier oben. Das kann sein, dass ich hier oben noch ein paar Bäume wegnehmen muss. Auf jeden Fall hier die kleinen Fifis, die stören doch schon mal ganz gewaltig. Dann machen wir sofort. Ja, den kriege ich so nicht weg.
So, erstmal. So, weiter geht's. Nun geht er los hier. So, jetzt hier rein. Wieder am Baum fest. Man sieht aber auch nichts, ne? Wo man fährt. Machen wir das mal so. Ich glaube, das sieht man besser. Zumindest jetzt erstmal. Ach, guck mal, da steht ja auch noch. Das kann ich wahrscheinlich auch wegkloppen, hier das Ding. Schätze ich mal. So, kommen wir schon mal rein. Hier war auch noch was, weil was stören könnte, ne? Weil wir müssen ja rückwärts fahren können, dürfen, machen, tun. Oh, gehen wir mal da erst hin. So. Und dann schauen wir mal. So, jetzt müssen wir rückwärts. Dann bleiben wir natürlich wieder am Baum hängen, das ist ja ganz klar, ne? Kippen wir mal ab. Oh, Entschuldigung. Ich sehe nichts. Das ist eine Katastrophe. So. Den machen wir jetzt erstmal aus. Und dann gucken wir mal. Ich habe gedacht, ich könnte das auch ein bisschen in der, ne, weil er da oben noch den Zylinder hat, dass ich das Schild noch verdrehen kann, aber irgendwie. Ne. Steht nichts davon. Ja, das ist klar.
Rum, rum. Wir machen mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung hier. Ich will das doch gar nicht so breit haben. So, irgendwie nicht, ne? Weil je breiter ich werde, umso mehr Material brauche ich ja auch am Ende. Am Ende. Das wäre ja eigentlich schon sehr sinnvoll, weil ich das Schild drehen könnte. Aber das werden wir ja mal sehen. Ich werde dann nachher ohne euch nochmal den Maschinenpark hier so ein bisschen. Ich muss ja eh noch mal an der Bagger gucken. Und dann gucken wir auch gleich mal nach einer anderen Plünierraupe. Wo wir das Schild dann noch dementsprechend ein bisschen drehen könnten. Glaube ich gar nicht so schlecht. Oh, nicht so viel. Guck, jetzt haben wir hier nämlich schon, sind wir unter der Wasseroberfläche. Das ist wir wollen ja kein nicht mit dem U-Boot hier rein, ne? Okay, das haben wir schon mal. Mäuschen erstmal wieder in die Ecke hier. Ja. Lichter aus. Motor aus. Gut. Ich werde jetzt sehen, dass ich einen anderen Bagger hier hinkriege. Und eine andere Planierraufe. Werde ich nachgucken. Schauen wir mal. Es wird, es bleibt, es ist weiterhin interessant. So, den stelle ich jetzt nämlich hier hin. Gemacht. Ja. Gut. Da komme ich nicht mit dem Bagger hoch. Jetzt werden wir den mal eben schnell drehen hier. Rampe hoch. Hoch, hoch. Mach doch mal die Rampe hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja. Return.
Okay. Ach, scheiße. Er braucht den Motor an, um die Rampe runterzulassen. So. Ah, hier könnte ich auch noch ein bisschen Sand drauf kippen, ne? Oh, später. Jetzt holen wir erst den Bagger. Bagger. Biggi, Buggy, Buggy. Und dann werde ich den austauschen. Das kann ich aber auch ohne euch machen. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich beobachte weiter, was eure Meinung ist, ob es jetzt dann hier weitergeht oder ob ich hier demnächst ohne euch weitermache oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also, bis dahin. Ich sage danke fürs Zuschauen und winke.